Hallo Leute, ja, wir sind mit den Materialien zurück und wollen jetzt hier Glas fabrizieren. Und haben wir schon? Haben wir schon. Habe ich schon gemacht. Also, da haben wir das Glas. Ich weiß gar nicht mehr, wofür wir es brauchten, aber wir haben jetzt Glas. Und ja, mit dem Glas machen wir irgendwas anderes. Und das gucken wir uns gleich an, nach dem Intro. Nee, nach dem Logo. Wir sagen bis gleich. So, jetzt ist nur die Frage, was wollten wir aus dem Glas machen, ne? Was klackert hier so? Glaube, wir können den. Ah, der ist das, der klackert, ne? Der kann erstmal weiter geforscht werden dann. Strom geht da rein, das passt. Jetzt ist noch die Frage, was wir bauen wollten, ne? Den schon mal nicht. Ah, ich weiß was. Auf dem anderen Drucker ist es, oder? Aluminium und Keramik. Sauerstoffmacher? Ne, den wollte ich bestimmt nicht machen. Mittlerer Ressourcenkanister, den brauchen wir auf jeden Fall, aber Kunststoff haben wir noch nicht. Mittleres Solarmodul, Kupfer und Glas, nee, der war es bestimmt auch nicht. Nee. Nee, da sind wir durch. Dann war das auf jeden Fall nicht hier. War das im Rucksack? Bohranpassung, 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 Dynamit, Flutlicht, Leitstäbe, Verpacker. Einebnungsblock produzieren, okay. Wie geht der denn? Verbindung, Sauerstofffilter, kleiner Kanister, kleiner Generator, Leuchtfeuer. Ich glaube, dann sind wir schon durch. Warte mal, Sauerstofftank? War das ein Sauerstofftank? Glas. Ich glaube, wir wollten Sauerstofftank machen, ne? War das nicht Dralo, der es empfohlen hat? Ich glaube ja, ne? Das war viermal so viel, ne? So, jetzt haben wir den Sauerstofftank. Das ist doch schon mal schön. Das Licht, das brauchen wir nicht unbedingt. Aber jetzt ist er erstmal dabei. Gut, jetzt müssen wir noch mal überlegen, ob wir, was wir noch machen könnten. Haben wir hier schon durchgesäppt? Ich glaube nicht, ne? Keramik, Glas und Wolfram. Chemielabor. Gemisch und Harz. Brauchen wir nicht. Harz und Keramik. Handelsplattform, Exoship, Eisen und Wolfram. Große Plattform, Harz, Harz, Harz. Buggy, großer Drucker. Schmelzofen. Erdzentrifuge, Gemisch und Aluminium. Chemielabor, Keramik, Glas und Wolfram. Ne, das brauchen wir jetzt. Obwohl, wär bestimmt gut, wenn wir es hätten. Aber Keramik haben wir. Das war doch hier Keramik. Ne, das war Wolfram. Aber Wolfram brauchte man doch da auch, ne? Habe ich nicht hier irgendwo auch Keramik gehabt? Keramik. Solarpanel ist da dran. Das macht auch schon gerade was. Nee. Keramik haben wir wohl noch nicht gemacht. Oder? Was ist das? Nee, Aluminium. Laterit. Hergestellt vom Schmelzofen. Am Schmelzofen sitzt es nicht dran. Tja. Ich glaube, das ist nicht hier. Das Müll, ne? Gut, müssen wir hier Verlängerung, Stromverlängerung, okay. Strom haben wir da. Nee, dann ist das wohl noch nicht so, ne?
glaube, wir sollten mal noch so eine Plattform machen, damit wir das zweite Ding da auch in Betrieb nehmen können, ne? Ich glaube, das macht Sinn. Dafür braucht man, glaube ich, Harz, ne? Harz 02. Harz war doch hier oben, ne? Gleich um die Ecke. Ja. Ich glaube, ich habe erstmal genug Harz. Und der Sauerstofftank ist wirklich nicht leer, ne? Und druck mal die Plattform. Oh, Forschung zu Ende? Ja, Forschung zu Ende. Oh, jetzt macht er das Glas. Kann ich noch retten? Wahrscheinlich, ne? Ne, egal, dann lass es Glas forschen. Vielleicht macht er das ja auch mit dem, dann probieren wir das damit auch aus. Gut, das haben wir alles. Was wollten wir jetzt holen? Was haben wir hier noch? Aluminium und Keramik. Muss mal gerade noch mal gucken, was Keramik war. Ich habe es schon wieder vergessen. Keramik, Keramik, Keramik ist Lehm. Habe ich Lehm gefunden? Ich glaube nicht, oder? Wo war Lehm? Gute Frage, ne? Und das irgendwo unten drin? Nee, ne? Irgendwo Marker gesetzt? Ich glaube auch nicht. Also das läuft ja noch. Die Plattform ist fertig. Okay, dann wollen wir dann schon mal gleich. Ach, da habe ich so eine schäbige Plattform gebaut, ne? Kann das sein? Und das war jetzt nichts mit der Plattform. Die kann ich nicht gebrauchen eigentlich, ne? Oder? Ne, die geht da nicht drauf. Das war jetzt schlecht. Ach, das ist so eine Plattform, wo du mit Roboterarmen was weitergeben kannst. Hä? Doof gelaufen, ne? Das bedeutet, holen wir noch ein bisschen Harz, dann müssen wir noch was anderes bauen. Gott, da haben wir hier mein Harz. Das ist das Ding, was jetzt hier so scheppert, oder? Große erweiterte Plattform, die war es nicht. Große Plattform B, die ist es. Läuft schon, gut. Jetzt bräuchten wir noch einen Schredder, damit wir den ganzen Müll hier loswerden, der hier rumfliegt. Was ist das da oben? Kann man nicht sehen. Ammonium will er nicht, oder? Doch, doch, ist nur kein Strom da gewesen. Okay. Passt schon. So. Hier war das Zeug. Das war hier oben ja nichts, ne, oder? Hier ist noch mehr Harz. Wenn ich jetzt wüsste, wo das mit dem Lehm war, wenn ich überhaupt Lehm hier war mit dem Lehm. Täler. Was ist das hier? Nur Forschungszeug. Was braucht man dafür? So ein Symbol da. Ist das da Lehm? Ich glaube, das ist Lehm.
glaube, wir haben Leben gefunden. Ja. Aber jetzt müssen wir langsam nach Hause. Wir müssen nach Hause, sonst haben wir ein Problem mit Sauerstoff. Da ist die Basis. Ja, ich bin schon unterwegs. Puh, ganz schön weit. Jetzt bleib nicht hängen. Gut, geschafft. Wären wir mal besser mit dem Buggy da hingefahren, ne? So, aber nicht so schlimm. Wir haben das, was wir wollen, erstmal erreicht. Okay, der lädt natürlich ziemlich viel auf gerade. So, die Plattform ist fertig. Wieso ist die schon ausgepackt? Ah, die ist noch nicht fertig, weil. Oder? Ne, die ist noch nicht fertig, weil Strom fehlt. Sonne untergegangen. Ja. Batterien sind alle leer. Ja, ich weiß, dass es nicht geht. Wir müssten mal irgendwie einen anderen Generator haben. Windmäßig zum Beispiel. Wenn ich den jetzt anschmeiße, bringt mir das glaube ich auch nichts, oder? Macht der dann Strom? Nee, ich glaube, das bringt nichts. Der wär's. Jetzt kommt schon wieder Strom rein, dann brauchen wir nichts weitermachen. Irgendwo ist ein Solarpanel, was Licht kriegt, oder? Nee, jetzt nicht. War es doch der, der, wenn ich den anmache? Nee, der jetzt zeigt er wieder an, dass der Strom reinfließt. Wenn ich den anmache. Nee, das bringt mir nichts. Das lassen wir schön so. Zeigte der ja gerade was an, aber es ist nichts da. Einen Generator noch bauen? Eigentlich nicht, oder? Ja. Gute Frage, was wir machen, ne? Was wollten wir hier bauen? Gucken wir erstmal rein. Den Sauerstoffmacher. Aluminium und Keramik. Keramik müssen wir brennen. Aus Lehm. Lehm haben wir. Das heißt, das kommt erstmal wieder runter. Und das da hinten kommt wieder drauf. Dann müssen wir unseren Rucksack aufmachen und den Lehm da rausnehmen. Der kommt hier hin. Laterit haben wir noch. Ich glaube, das kann auch dahin. Das ist unser Sauerstofftank. Das Flutlicht, das brauchen wir gar nicht, ey. Lass das mal da. Ach, das kann man sogar anschließen. Okay. Wenn man das anschließen kann, dann will ich das hier haben. Aber hier kann man nichts anschließen, das ist kaputt. Da kann man auch nichts anschließen, das ist auch kaputt. Also dann lass das Lichtlein da hinten hinsetzen. Zu dem anderen Drucker. Ich weiß zwar nicht, ob das was bringt, aber wir haben da jetzt Licht. Weiß nicht, ob man das von woanders sieht. Kann man den einstellen? Ausschalten kann man es.
Das hat nicht geklappt. Kann ich so einsetzen und dann kriege ich das daran geschlossen? Naja, klappt noch nicht. Mach mal so, dann kommt der Strom hier weiterhin. Okay, hier wird schon mal wunderbar Keramik gemacht, oder? Nee, Aluminium. Keramik muss schon fertig sein. Da ist die Keramik. Das kam hier, ne? Oder? Ja. Und Aluminium war daneben, oder? Ja. Aber Aluminium hatten wir hier irgendwo schon, oder? Ne, das war Zink. Ist hier noch was dran, ne? Da ist Aluminium. Wir produzieren es aber auch gerade. So, und das ist ein Sauerstoffmacher. Und den machen wir jetzt an. Aber den haben wir doch schon, oder? Der sitzt doch da drin, nicht doof, Mann. Naja, da haben wir zwei. Stellt sich mir gerade die Frage, ob der auch woanders stehen kann und macht Strom und Sauerstoff. Dann würde ich nämlich den einfach mitnehmen, die irgendwo anders hinbauen. Gut, was wollen wir jetzt machen? Diese Plattform ist fertig. Die wollen wir jetzt aufbauen, um dann den Brennofen dahin zu machen, ne? Den wollte ich jetzt hier hinstellen. Okay, der steht ein bisschen schlecht gerade da, ne? So steht er besser. Und dann machen wir die Forschung da, nicht den Brennofen. Jetzt läuft der erstmal. Das ist schon mal gut, ne? So, wie geht's weiter, ist die Frage. Das Aluminium ist jetzt auch fertig. Das konnte man nicht brennen, ne? Nein, kann man nicht. Der will ja gleich schon unten connecten und nicht oben. Was haben wir da unten noch? Quarz geht, oder? Ja, mit Quarz können wir was anfangen. Quarz macht ja Glas. Glas können wir noch gebrauchen. Was blinkt da hinten? Ist da was, was man brauchen kann, wenn das blinkt? Ne, ne? Ist wahrscheinlich Schrott. Ist alles Schrott. Das auch. Hier haben wir unser Gemisch weggeholt, sind aber noch weitergelaufen nach hier. Was haben wir hier weggeholt? Nix, ne? Kann man da rein? Da kann man rein. Aber reingefahren sind wir nicht, oder doch? Aber hier könnte man sehr gut reinfahren, oder? Bloß nicht weiter runterfallen, ey. Dann haben wir ein Problem. Okay, das ist eine Höhle, die würde ich jetzt mal sagen, können wir mal weiter erkunden. Dann machen wir mal in der nächsten Folge. Ich sag mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.